Was hat der Papa da Schönes geholt? Was hat der Papa da hinten dran? An seinem Auto? Einen Anhänger? Ja, hi Leute. Hier ist meine neueste Errungenschaft. Nein, nicht das Skateboard, der Anhänger da. Von der Ostsee habe ich den geholt. Das ist ein Neptun-Trailer. Der ist extra für Boote, wie man vielleicht sehen kann. Der hat diese Auflagen hier. Die sind nicht verstellbar, dummerweise. Aber die sind extra gemacht für eine Neptun 22 wohl. Da hatte der zumindest eine drauf und er sagte, das hat super gepasst. Ja, und das Teil kann man natürlich hier umbauen. Die Winde hier, die kann man auch umbauen. Und weil mein Boot ein bisschen kürzer ist als der Neptun 22, nämlich ungefähr 2 Fuß, also 1,5 Meter, gut 60 cm, habe ich mir gedacht, ich setze das alles ein bisschen nach hinten. Das Teil hier würde ich mir gerne hier hinsetzen, dass die Kante hier aufhört, bei dem Strich. Und das Teil setze ich mir dann auch noch 1,5 Meter nach hinten. Ungefähr, dass der Kiel ungefähr hier auf den Achsen sitzt, weil ich denke, da braucht er das Gewicht. Und hier hinten kommt der Rumpf sozusagen drauf. Einmal hinten auf den 2 Auflagen und dann einmal vorne auf der 1 Auflage. Und hier werde ich noch ein Kielbrett reinlegen. Und dann werde ich mir Halter bauen, das werdet ihr nachher sehen im Film, was ich da für Halter baue. Und zwar sind hier einfach nur so Stützrohre drin. Das ist schon mal ziemlich gut. Wahrscheinlich sind hier unten noch ein paar Bohrungen. Ich habe mir aber hier Vierkant Innenrohr bestellt und werde das in der richtigen Größe dann nochmal weiter rausholen. Ich muss ungefähr 20 cm höher kommen. Mindestens 20, 25 cm hinten und vorne auch so 20 cm. Das Gute an dem Trailer ist, der hat schöne Mercedes-Radkappen drauf. Der hat, ja wie gesagt, TÜV und ist zugelassen und hat ein grünes Nummernschild und so weiter. Also alles perfekt. Der ist mein Baujahr, also schon über 40. Und der hat auch nicht so starke Auflagen mit Lämmchen beim TÜV und so weiter. Ich habe mir da Stahl bestellt, um diese Auflagen, sagen wir mal, um diese Stützen dazu anzupassen an mein Boot. Das Problem ist, ich habe das Boot nicht hier. Ich habe das aber vorher ausgemessen. Das kann ich auch mal hier einblenden, was ich mir da für eine schöne Zeichnung gemacht habe. Alles ausgemessen, wie viel ich vom Kielbrett dann brauche an den bestimmten Stellen. Man kann das nicht so hinschieben, wie man es überall braucht. Hinten die Stützen sind fest. Ich habe bestellt eine 40 auf 40 Rohr mit einer Wandstärke von 2 mm, 500 mm lang. Dann habe ich zwei Rohre a 1 Meter bestellt, 35 auf 35. Das passt auch, das habe ich nachgemessen, mit einer Wandstärke von 3 mm. So, hier habe ich mir mal zwei Rohre in der entsprechenden Länge abgesägt, die hier eingeflext und dann die umgebogen. Oder das andere biege ich noch um. Und dann wird das zusammengeschweißt. Ja, hier habe ich das mal zusammengebraten. Und ich sag mal, für meine sehr, sehr beschränkten Schweißfähigkeiten bin ich da eigentlich ganz zufrieden mit. Ich habe das Schweißgerät jetzt mal stark gestellt, weil ich normalerweise nur so Dünnblech schweiße. Und das ist eigentlich ganz okay geworden. Also das Schweißgerät macht das ganz gut. Also ich habe die Dinger jetzt hier nochmal ein bisschen was angeschweißt an die zwei vorderen Bügel und habe die jetzt mit Rostschutzfarbe gestrichen. So, der Anhänger ist fertig, der Trailer. Die Winde ist ein Stück von hier nach hinten gewandert. Die erste Stütze für den Bug, die ist auch nach hinten gewandert. Hier sieht man das nochmal im Detail. Zwar ist das einmal hier ein Teil, das geht hier rein. Dann habe ich hier bis hier ungefähr was angeschweißt. Da, dieses innere Rohr.
Und das habe ich hier auf der Seite auch gemacht. Und dann habe ich das Außenrohr nochmal quasi drüber getan, Löcher gemacht und das miteinander verschraubt, so dass das jetzt quasi wie ein Teil ist. Und auch wenn jetzt hier ein bisschen seitliche Kraft auf die Backe draufkommt, ich meine, das ist die Kraft, die nach unten wirkt, das hält das Ding, glaube ich, ganz gut aus. Aber wenn da seitliche Kraft kommt, wenn sich das so auseinanderdrückt, dann sperrt das halt und dann verhindert das auch, dass hier unten das sich irgendwo wegbiegen kann und aufbiegen kann. Also das gibt dem Ganzen hoffentlich ein bisschen Stabilität. Dann habe ich hier ein Kielbrett, das hatte ich noch da. Das hat 2,5 Zentimeter und hier das ist 2 Zentimeter circa. Also das steht minimal über dem Stahl, dass ich mir da den Kunststoffkiel sozusagen nicht ramponiere, nicht verkratze, wenn ich das Ding da drauf setze. Das habe ich einfach hier mit ein paar Kabelbindern habe ich das festgemacht, damit das nicht verrutscht oder erstmal gehalten ist. Das wird ja nachher durch das Gewicht vom Boot eh gehalten. Hinten die Stützen, da habe ich noch keine Löcher gemacht, um das Ding festzuschrauben. Da habe ich jetzt erstmal nur gesichert mit Spanngurten. Weil wenn ich jetzt zum Boot fahre und dann lasse ich mir das wahrscheinlich erstmal mit dem Kran hinten draufheben auf den Anhänger. Und dann glaube ich nicht, dass ich das Maß 100% getroffen habe, sondern dann kann ich hinten, je nachdem, die Stützen noch ein bisschen rausholen. Ich habe die bis auf unten auf dem Boden, habe ich die jetzt hier reingehen lassen. Sollten sie zu kurz sein, dann hole ich die hier ein bisschen raus. Und wenn sie zu lang sind, dann schneide ich sie unten ein bisschen ab und stecke sie wieder rein. Und dann, wenn ich das richtige Maß getroffen habe, dann bohre ich die hier fest. Und ist die Höhe fixiert. So kann ich die noch ein bisschen verstellen, die Höhe. Und bei dem Teil vorne kann ich die Höhe eben nicht verstellen, weil das von der Konstruktion her nicht gegeben ist. Aber was ich hier machen kann, ist, ich kann das nach vorne oder weiter nach hinten verstellen. Der Bug geht ja wahrscheinlich dann hier so nach vorne hoch. Dann kann ich das die Höhe, wo die Auflagehöhe sozusagen ein bisschen verschieben, die das Boot braucht an der Stelle. Also sprich, sollte ich jetzt hier noch ein bisschen Luft haben, wenn der Kiel hier drauf gelegt wird und hinten aufliegt und ich habe hier noch ein bisschen Luft, dann schiebe ich das ganze Ding noch ein bisschen nach vorne, nach hinten. Und wenn ich dann das schon zu stramm ist, dann schiebe ich das Ding ein bisschen nach vorne und dann kommt da ein bisschen mehr Luft drauf. Und ich könnte auch hier noch, ich sag mal, ein dickeres Brett draufschrauben. Oder also da gibt es schon noch im kleinen Bereich immer noch Möglichkeiten, wie man das ein bisschen minimal anpassen kann. Aber im Grunde genommen sollte das eigentlich so mit ganz viel Glück setze ich das Boot da drauf und das passt 100% so. Ja, hier habe ich mal einen Blick von hinten auf den Trailer. Da kann man das auch ganz gut sehen. Hier die Höhenverhältnisse von den Auflagen. Das war's fürs Erste. Ich werde noch ein Video machen, wenn ich das Ding da drauf setze. Das wird wahrscheinlich im Herbst irgendwann sein. Und dann will ich die Quinn gerne ein Jahr oder erstmal aus dem Wasser holen und hier ein bisschen Unterwasserschiff machen und so weiter, dass ich auch keinen Liegeplatz bezahlen muss, weil im Moment ist es echt blöd, nach Holland zu kommen, wegen entsprechenden Corona-Auflagen und so weiter. Da hat man so viel Unsicherheit, da stelle ich mir das Ding lieber in den Hof. Ihr habt das ja letzte Woche gesehen in dem Video. Kommst du nicht hin, da hast du Wasser im Boden, also Mist. Das kann ich nicht gebrauchen, deswegen habe ich mir den Trailer geholt, dass ich das Ding jetzt einfach hier lagern kann und dann habe ich immer Zugriff auf das Boot und kann das je nachdem auch natürlich irgendwo mal hinfahren. Dann kann ich das Ding mit nach Italien nehmen oder an die Ostsee fahren oder dann ist das schnell mal irgendwo hin transportiert und das ist halt das auch, was ich will. Ja, gut, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch interessiert hat, wenn es euch gefallen hat, der Film, dann lasst mir doch bitte ein Like da. Abonniert auch gerne den Kanal und teilt das Video und so weiter. Ich melde mich ab und sage bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder was Interessantes zu schrauben haben. Und macht's gut, bis dahin. Tschüssi.